auch noch anders. Dirt 1, da waren, glaube ich, die Etappen sogar noch extrem länger, glaube ich. Da bin ich, glaube ich, nachher sogar irgendwie Japan-Etappe oder so, glaube ich, da bin ich fast 7 Minuten gefahren, eine Etappe oder so. Okay. Ja, nee, bei Dirt 2 war das, das war ja zu Colin McRae gewidmet. Das war ganz anders. Das war ja, da hattest du dann verschiedene Länder und da bist du dann halt hingegangen und hast auch verschiedene Events immer wieder gekriegt. Und dann musstest du dir auch die Autos dafür kaufen für die verschiedenen Rally Cross und was auch immer. Rally. Ich glaube, so das Prinzip war gleich auch bei Dirt 1, wenn ich mich jetzt nicht irre. Schon ewig nicht mehr gespielt, mal gucken, ob ich das noch irgendwo hab. Das lief jetzt mal richtig gut, ne? Dritter Platz. Geht's ja. Doch? Geht doch. Passt. Podium. Das ging eigentlich relativ locker von der Hüfte. Aber ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass du Platz 1 wirst, weil ich eigentlich fehlerfreie Fahrt bei dir gesehen hatte. Ja, so muss das sein. Ich auch eigentlich, also. Aber hast bestimmt viel auf höchste Level jetzt eingestellt, ne? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, werde ich gleich nochmal nachschauen. Weil sonst macht das echt keinen Spaß, finde ich. Also, ich bin, glaube ich, zu gut dafür. Wir werden jetzt direkt mal nachschauen. Genauso geht's mir bei Formel 1. Da, auf höchsten Schwierigkeit hat's da mit einem Virgin gewinnt. Naja, deswegen habe ich es nicht. Genau, hier haben wir das. Ne, ist noch auf 5 gestellt. Lassen wir erstmal so, bis es dann irgendwann zu einfach wird. Ich denke mal, man muss es ja nicht unbedingt ändern. Die Triebersetzung machen wir diesmal vielleicht kürzer, weil ich habe da jetzt nicht so die Höchstgeschwindigkeits-Dinger gesehen. Ja, ich glaube, auf der Rallye kommt es auch auf die Beschleunigung an. Da ist eine kürzere Getriebersetzung, glaube ich, ganz gut. Fahren wir diesmal so mit der Fahrzeugeinstellung. Mal schauen. Wieder fahren wir als letzter, wenn ich das richtig sehe. So. Jo. Da können wir dann schön sehen, was die gefahren sind und dann da was entgegensetzen. So, mal schauen. Rückblenden verwende ich eigentlich nicht mehr. Das macht irgendwie nicht so. Gibt's ja im realen Leben auch nicht. Ja. Habe ich jetzt beim ersten Mal, als es da abgestürzt ist, andauernd. Habe ich es dann einmal oder zweimal verwendet. Na gut, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich hatte es, glaube ich, bei Formel 1, glaube ich, auch bis jetzt einmal eingesetzt, aber auch nur, weil ich in Korea die Boxeneinfahrt verballert habe und übelst reingefahren bin in die Mauer. Das ist auch geil. Naja, Korea, die Strecke da. Naja. Ah, nee, da war nicht ganz fehlerfrei die Kurve. Wie geht's so? Ah. Also schade, dass die Strecken wirklich so kurz sind. Ja, das macht man nicht so. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Mal schauen, was so in den zweiten Saison so passiert. Geht eigentlich mal noch ein bisschen länger, hoffe ich. Ich habe mir ja nicht. Du bist auf jeden Fall im zweiten Sektor 3 Zehntel langsamer. Oh, das war ein dicker Fehler. In den Wald rein. Okay, das wird wohl diesmal kein Sieg. Achtung, in links 4 innen halten, über Kuppe, sofort rechts 3, über Sofort rechts in einer Kuppe. Das ist da noch mal dritter. Oh. Ach, du siehst es wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit versetzen. Ja, ich sehe immer bildchenweise, also so vielleicht 3-4 Bilder pro Sekunde sehe ich. Achso. Aber es ist wenigstens ein Bild. Besser als ein Standbild. Ah, dritter. Keine fehlerfreie Fahrt. Aber mit einer fehlerfreien Fahrt mit dem Wald? Aber vielleicht Platz 2 möglich in der Gesamtwertung, ne? Was? Vielleicht ist in der Gesamtwertung Platz 2 möglich. Weiß jetzt nicht mehr noch. Also wenn man jetzt mal so guckt, also eine Sekunde und 2,5 Sekunden Abstand. Die sind keine anderen Liga gefahren, ist mir ehrlich. Okay, gut, die waren auch im ersten vor dir. Ja, also die sind auf jeden Fall in einer anderen Liga gefahren als ich. Da kam ich nicht hinterher. Die wollten wohl kein Holz fällen, so wie du. Die hatten noch genug Brennholz im Ofen. Aber immer ein dritter Platz, ich meine, warum nicht? Das reicht ja erstmal. So. Ich denke mal, wenn wir das jetzt hier kriegen, dann werden wir auch noch ein paar Punkte kriegen. Besser als 6 auf jeden Fall. Ja, jetzt fehlen 5 Punkte brauche ich hier noch. Ja, okay, dann wird das ja das nächste Rennen. Driften. Dies ist eine Drift-Demo. Rase die Strecke entlang, wende an der Markierung und fahr zurück. Dabei musst du driften, so viel du kannst. Deine Fans schauen dir zu, also biete ihnen eine spektakuläre Show. Ach du Scheiße. Okay. Drift-Demos führen dich seitwärts über vertraute Etappen, rase die Strecke herunter, wende an der Markierung und komm wieder zurück. Erziele dabei so viele Drift-Punkte wie möglich. Ah, das kann lustig werden. Mit dem Lenkrad wäre es bestimmt ein bisschen einfacher. Ich habe auch eins, nur leider hat das so einen ganz alten Anschluss, den kein PC mehr hat. Ich glaube, das ist noch COM 1 oder so, ich weiß nicht.
Ach, diese, wo man auch so hier Drucker und so ein Kram, glaube ich, damals alles so was in der Art angeschlossen hat, ne? Ja, genau. Diese fetten großen Anschlüsse. Nee, nicht der ganz große, sondern. Ach so. Ist nicht, glaube ich, gar nicht COM 1, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber dafür gibt es auch leider keine PCI-Karten und sowas, also. So, mal schauen. Schönes Auto. Das sieht aber mit riesigen Heckflügeln. Der scheint aber auch DRS immer geöffnet zu haben. So. Auf jeden Fall. Radaufhängung. Ich habe jetzt gar nichts zu der Strecke so wirklich gesehen, aber ich denke mal, wenn wir driften sollen, würde ich die eher richtig hart einstellen. Weiß ich jetzt gar nicht. Abtrieb niedrig, damit wir viel driften können. Getriebeübersetzung sehr kurz. Obwohl, hier machen wir mal so. Bodenfreiheit ist eigentlich relativ egal. Differential muss sehr schwach sein und für Driften sollte man nicht ganz auf Front gehen. Ich würde lieber fast auf Heck gehen. Ehrlich, mal schauen, ob ich das kann. So, zum Teil. Heck, dann bricht er vielleicht manchmal ein bisschen hinten aus, weil die Reifen nicht stehen bleiben. Genau, so sollten wir es jetzt mal testen im Rennen. Was das für ein Auto? Das ist ja nicht mehr normal. Ja, es geht ja jedenfalls nicht. Ja, läuft immer hinten ein bisschen. Ja, läuft doch. 15.000 Brocken ungefähr. Boah, da geht aber ab. Das wäre mal so ein Auto für eine richtige Rallye-Etappe. Boah, schön, wieder schön. Ja, und jetzt da wenden. Für Bronx brauchst du 5.000. Ja, das kriegst du mindestens. Ach du Mann. Räder sind aber noch dran. Oh, du hast von Grönholm das Auto. Ah, der hat aber richtig Kohle. Aber schön, er trifft. Ja, jetzt auch. Bronx ist schon sicher. Komm, wir müssen jetzt noch so... Oh, nee, das reicht nicht. Das reicht nicht für Silber, leider. Aber sollte ausreichen für nötige Punkte für die letzte Etappe. Ja, hoffe ich mal. Hat ein bisschen Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, nochmal muss das nicht unbedingt sein. Aber ich kann es sein, dass du sogar mehrere... Nee, ich dachte, jetzt wären da 4 Drift-Challenge oder sowas. Ja, nee, das sind wahrscheinlich nur so für die Medaillen. Bronze, 500 Ruf. Okay. Sonst kriegt man dann nichts. Naja. Rückblenden würde auch nicht wirklich was Sinnvolles sein. Mal schauen. Nee, wir kriegen keine Punkte. Dann fahren. Dann muss ich erstmal sagen, muss ich ganz kurz aufs Klo und danach fahren wir das nochmal. Wieder zurück und jetzt fahren wir das hier nochmal. Das war. Was waren das nochmal? Ach, das waren die Teile. Genau, das war dieses eine Kurve-Fail-Ding. Darf uns diesmal nicht passieren. Top 3 muss drin sein. Ja, Top 3 sollte es auf jeden Fall. Vielleicht sogar der erste Sieg in dieser Dings, man weiß es nicht. Ob wieder irgendwo. Der erste Sieg war ja schon fast sicher. Aber dann kam die letzte Kurve. Ja, so, wenn wir jetzt wieder auf kurz setzen, auf relativ hohen Abtrieb. Ja, das war ja eher, wo es Weiche braucht. Genau, und. Aber hier, das brauche ich ja wieder. Und dann, gucken wir uns nochmal die Teilnehmer an, einfach mal so. Colin McRae Version. Okay. So, dann fahren wir mal da drin. Nochmal. Und diesmal versuchen wir in der Kurve nicht so einen Scheiß zu bauen. Top 3, ja. Top 3, denke ich mal. Ist so das Ziel jetzt. Schade, dass man nicht so Training fahren kann und dann sich damit so bessere Startpositionen erarbeiten kann. Das wäre auch mal so eine ganz sinnvolle Investition, oder nicht? Sicherlich schon, ja. Aber dann würden wahrscheinlich jemand sagen, oh, das ist ja zu sehr an Formel 1 angelehnt, so ein Kram alles. Ja, stimmt, dann kommen wieder nie alle. Uiuiui. Aber es läuft besser, das Auto liegt eigentlich ganz schön. Es versetzt aber relativ nach bei den Sprüngen. Einfach mal rein. Schön rausdrängen einfach. Einfach rausdrängen. Naja, in der Formel 1 setzt er jetzt schon eine Disqualifikation fast. Oder Durchfahrtsstrafe. Aber im Spiel. Du hast einen Unfall verursacht. Komm in die Box. In dem Spiel. Oh, der trifft. Ja. Aber das geht. Und jetzt kommt die Kurve in der zweiten Runde. Ich war mörderisch. Die ist jetzt hier.
Kurve. Im wahrsten Sinne des Wortes, da stand ich dann auf der Seite. Aber diesmal scheint es zu klappen und kommt schon raus. Ja, das ist doch auf jeden Fall gut. Hier versetzt es diesmal nicht. Dann läuft das doch, dann wird das tatsächlich der erste Sieg in dieser... Wie heißt denn das? Session? Ja, Event. Event, genau, in diesem Event. Ja, genau. Aber wir haben ja noch eine Runde. Sollte sich nicht zu früh freuen, besonders nicht vor der letzten Runde. Da kannst du noch mal weggehen. Die gingen ganz gut. Wäre für 5 Punkte erwartet gewesen. Die auch. Ja, okay, im Gegensatz zum Formel 1 wäre das natürlich keine KMH-Zahlen mit 120 hier. Aber gut. Na, vielleicht Monaco fällt ein bisschen. Oh, joi. Uiuiui, das ging auch mal gänzlich daneben, aber man sieht, die anderen sind relativ weit weg. Aber natürlich kann so. Was? Ja, sehr gut. Das wird einfach, wenn man nach hinten guckt. What the fuck? Also jetzt würde ich für das letzte nochmal eine Rückblende mal ruhig verwenden. aber warum? Ich meine... Das ist das Ominöse, was es bei Formel 1 auch gibt. Die kleinen Eckchen und dann volle Granate. Nochmal F12 drücken, also... Das ist ja... Das war jetzt mal ein Programmierfehler. Das war nicht wegen meinem Laufbruch. Das war ein Riesenfehler. Naja, jetzt haben wir nochmal eine Rückblende verwendet. Dafür sind sie ja da im Spiel. Ich denke mal, da werden wir jetzt die Gegner härter stellen, weil das ist ja eigentlich... Ich habe nicht wirklich gekämpft. Sagen wir so. Fürs nächste... Erfolg freigeschaltet. 10G Stoßfest, was auch immer das, was mir auch mal diese Punkte bringt, naja. So, tatsächlich, dann sind wir bald Ruf 5. Machen wir nicht mehr den Fahrerruf vielleicht, nein, keine Ahnung, was man dann noch so für Ruf kriegt. Zum Rockstar Trans World Clash eingeladen. Oh. Die Saison läuft bis jetzt deutlich besser, als ich je erwartet hätte. Yay, Rockstar. Obwohl ich eher ein Red Bull Fan bin. Also jetzt, zum Trinken. Ich. Auch in der Formel 1, aber gut. Das hat damit eigentlich wenig zu tun. Ja, welchen nehmen wir jetzt? Ist immer so die Frage. Mit den. Man könnte jetzt sozusagen das Mittelding nehmen. Das hat 1 PS weniger. Eine Pferdestärke. Hat dafür aber ein bisschen. Dafür kriegt man viel mehr Ruf. Aber das hier ist. Ich weiß nicht. Hat weniger PS, ne, natürlich, ne? Unterlegen, ne? Ja, 260 PS, das ist ja nix. Da muss er ja kaum mit ankommen. Simpson. Du bist diese Saison im Rallycross richtig stark. Nimm diesen Schwung mit. Gut. Einfach mal in der letzten Kurve wunderbar durchkommen und schon passt es so. Differential eher stärker, weil ich nicht unbedingt driften will.